Naja, sie stellt jetzt einmal fest, diese Idee stellt fest, dass der Grund dieser Krise Ihnen viel angemessener Because everything he said and everything he did afterwards had a lot more to do with the afterworld than with this world. Also alles, was er hat trotz seinem Tod weitergelebt in seine Meinungen. Also seine Meinungen über die, wie heißt Afterworld auf Deutsch? Jenseits. Die Archensysteme bestimmen auf der einen Seite mit dem Markt. Mit dem Ideologiezusammenhang, den die bürgerliche Revolution erzeugt hat, mit den Wirtschaftstheorien und auch mit der dann daraus gewordenen Wirtschaftspraxis, die Geldtauschwirtschaft, etwa nach dem Muster von Ricardo und Adam Smith, unter Marx, mit seiner Wirtschaftstheorie und seinem Klassenkampfideen, die dann in der sogenannten russischen Revolution eine politische Wirklichkeit geworden sind. Beide ruhen auf Voraussetzungen, die anthropologisch nicht stimmen. Joseph Beuys, bist du da? Ich habe hier genügend am Ort zu tun. Ich mache mir Modelle und versuche jetzt einen kleinen autonomen Staat in den Norden Hamburg. Archetypus, dass sich hier ja eigentlich bei der Krise darum handelt, wie die Menschen in ihrer Arbeit, an allen Arbeitsplätzen, auf der ganzen Welt. Also wir sind in diesem Welt schon fünfte Generation. Verhältnisse einrichten können, wodurch sie frei sind von diktatorischen Elementen. Der herrschenden Systeme, auch die Diktaturen gehören selbstverständlich zum Kapitalismus dazu. Die sind eine gesteigerte Form dieses Kapitalismus mit dem Polizeistaatprinzip. Wie die Menschen sich also befreien können und Arbeitszusammenhänge bewirken können, die zu einer Unternehmensordnung führen, die man wirklich frei nennen kann. Da gibt es im Westen zwar auch diesen Namen, den nominalistischen Begriff für die Wirtschaft, der eine Lüge ist, dass es sich hier um eine freie Marktwirtschaft handelt. Freiheit ist hier ein Begriff, der nur Freiheit für den Unternehmer bedeutet, also für die Macht des Kapitals bedeutet. Also ist das noch kein befreites Wirtschaftsleben, noch keine befreite Aktivität der menschlichen Kreativität an allen Arbeitsplätzen. Also und hier ist ja der Zugang zu suchen, wenn hier gesprochen wird, dass die Kreativität das maßstabgebende Element ist, dann heißt das in meinem Verständnis die Schöpferkraft des Menschen, sein kreatives Potenzial und seine Fähigkeit, künstlerisch, schöpferisch den sozialen Organismus, so nenne ich ihn, weil er organisch und auch im weitesten Sinne ökologisch eingerichtet sein muss, dass dieser soziale Organismus ein Ergebnis nur der Freiheit des Menschen sein kann an den Arbeitsplätzen, wo die Selbstbestimmung, die Selbstverwaltung, also eine echte Demokratie auch daraus hervorgehen kann, die von den Menschen aus der Basisarbeit erfließt, und die natürlicherweise eine Wirtschaftsordnung einrichten wird, in der jeder Mensch im Sinne des Gerechten oder im Sinne des Möglichen zu seinem Einkommen kommt. Nicht? Und diese großen Unterschiede von Einkommen, von Millionären und Milliardären und Menschen, die kaum was zu essen haben, oder auch sogar solchen, die verhungern, weil sie nicht genug Nahrungsmittel finden, dass dieses Wirtschaftsleben aufhört. Also der dazu passende Begriff ist Kunst, also die Kreativität ist gemeint, die menschliche Fähigkeit ist das konkrete Kapital. Und nicht wie es heute gang und gäbe ist, dass man das Geld
in der Wirtschaft Kapital nennt oder auch die Produktionsmittel oder Grund und Boden und alles, was sozusagen unter Eigentumsrechten der bürgerlichen Welt noch legal ist, das ist ein durchaus ein im echten, anthropologischen, also menschlichen, wahren, objektiven Verständnis des Vorgangs von Schaffen, Gestalten. Aber man weiß ja nicht, ob er wirklich zu der Zeit tot war. Also, er kam zurück, er war tot, gestorben, aber er kam zurück, weil das sein Karma war, weil er musste seine großartige Kunst beenden hier. Vorher durfte er nicht gehen in die andere Dimension, in das andere Reich. Leute, die glauben an Geister, aber die Menschen denken, wenn jemand tot ist, pero como ahora él nada más es un espíritu, habla el idioma universal. Because everything he said and everything he did afterwards had a lot more to do with the afterworld than with this world. Also alles, was hat trotz seinem Tod weitergelebt in seine Meinungen. Also seine Meinung über die, wie heißt Afterworld auf Deutsch? Jenseits. Ja, die herrschenden Systeme bestimmen. Auf der einen Seite der Privatkapitalismus. Mit eben dem Ideologiezusammenhang, den die bürgerliche Revolution erzeugt hat, mit den Wirtschaftstheorien und auch mit der dann daraus geworden Wirtschaftspraxis, die Geldtauschwirtschaft, etwa nach dem Muster von Ricardo.